In der Regel bieten Labore eine Vielzahl von Untersuchungen an. So unterschiedlich wie die Verfahren dazu sind, sind auch die Werte, in denen die befundenen Ergebnisse kommuniziert werden. Solange die Ergebnisse positive, reale Zahlen wie 32 oder 255 sind, kommt vermutlich jede Software auf den Markt mit der adäquaten Darstellung dieser zurecht. Komplizierter wird es beispielsweise schon, wenn das Ergebnis in Abhängigkeit seines Wertes mal mit 2, mal mit 3 Stellen nach dem Komma angegeben wird. Und weil uns ähnliche Anforderungen im Labor immer wieder begegnen, bieten wir in unserer zentralen Stammdatenverwaltung die Formatdefinition. Und in der Formatdefinition kann man dann einfach sagen, okay, ich möchte vielleicht 3 Kommastellen haben oder ich möchte, wenn ich ein N eingebe, das automatisch negativ dasteht. Das haben wir auch relativ neu, dass wir hier halt mit Regular Expression arbeiten können. Das heißt, wir sparen uns dadurch so Umsetztabellen in irgendwelchen anderen Formen und man kann es direkt am Parameter machen. Würde ich gerade noch mal ein paar mehr aufblättern, dass man einfach mehr sieht. Hier ist eben genau dieser Bereich mit diesem Regular Expression drin. Das heißt, man kann eben sagen, dieses Dächle bedeutet immer vom Anfang an. Wenn am Anfang das Zeichen ein Minus ist, dann soll er als Format ein Negativ schreiben. Das heißt, ich trage ein Minus in mein Wertfeld ein und er ersetzt es mir automatisch mit Negativ. Eigentlich ganz cool. Oder eben so Sachen mit diesen Plusreaktionen, die man umsetzen kann. Und ansonsten hat man eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe vielleicht numerische Werte, dass man hier eben einen kleiner 0,35 möchte man aber trotzdem immer in den Text als negativ umgesetzt haben. Wenn man mit Kommastellen arbeiten möchte, kann man eben auch Formate nehmen, die sowas heißen wie ab einem bestimmten Bereich kleiner 0 beispielsweise sollen immer 3 Kommastellen gesetzt werden oder ab einem Bereich von 10 bis 100 soll einer gesetzt werden. Die Möglichkeiten hat man eben auch noch. Genau, hier wäre jetzt eben genau ein numerischer Bereich, das heißt, ich arbeite nicht mit Texten, sondern mit vollen Zahlen. Man hat hier den Bereich von kleiner 10, hat man immer dieses F8.2, das ist ein Standard, der in der Informatik so verwendet wird. Das heißt, man hat immer 2 Kommastellen. Zwischen einem Bereich von 10 und 100 liegt mein Wert hier irgendwie zum Beispiel bei 60, hätte ich immer eine Kommastelle. Hätte ich einen Wert, der größer 100 ist, habe ich in diesem Format eben die Möglichkeit, keine Kommastelle anzuzeigen. Das ist beliebig erweiterbar, dass man das hier vorne einfach rüberklicken kann und er geht einfach immer von oben nach unten durch. Das heißt, sobald das erste matcht, nutzt er das. Wenn hinten dran noch was kommt, was auch funktionieren würde, dann würde er das aber gar nicht mehr abfragen. Durch die vordefinierten Formate in der zentralen Stammdatenverwaltung unserer ZSV wird die Messwerterfassung im XLab zum Kinderspiel. Wo sonst mühsam erstellte und noch mühsamer gepflegte Regelwerke zum Einsatz kamen, kann man jetzt aus den vordefinierten Ergebnissen im praktischen Dropdown wählen. Optional gleich mit der Befüllung von Textbausteinen. Bei der Übertragung der Ergebnisse aus Online-Geräten werden selbstverständlich im Hintergrund die Ursprungswerte, die gewählte Formatvariante und der Endwert dokumentiert. Damit ist wie immer zu jedem Zeitpunkt alles lückenlos nachvollziehbar. Wem das Video gefallen hat, hat die YouTube geschaffene Möglichkeit, dem Ausdruck zu verleihen, indem er auf das Knöpfchen mit dem Daumen nach oben direkt unter dem Video klickt. Hier noch 2 Videos, von denen wir denken, dass sie euch mindestens genauso interessieren, wie das, was ihr gerade gesehen habt. Durch das Klicken auf das Glöckchen-Knöpfchen informiert euch YouTube automatisch, sobald wir in Zukunft ein neues Video für euch haben. Bis dahin laden wir herzlichst auf unsere Webseite ein und verbleiben im besten Sinne des Ausdrucks mit einem Auf Wiedersehen.